Hallo und herzlich willkommen bei den Orchideen am Fenster. Ich bin Simone und im heutigen Video soll es über Hausmittel, Wundermittel, Märchen gehen, alles was man so im Netz an verrückten Ideen findet. Ich habe ein paar davon zusammengesammelt. Alles was ich gesammelt habe, alles was ich zusammengetragen habe, ist meine Recherche, meine Meinung. Wenn du anderer Meinung bist, wenn du irgendwelche Erfahrungen hast mit verrückten Mitteln, von denen du nie gedacht hättest, dass sie vielleicht funktionieren, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Ich bin immer neugierig, was Neues zu erfahren. Und das erste Mittelchen, das ich gefunden habe, das erste Geheimmittel, das erste Hausmittel ist schwarzer Tee bzw. Kaffee. Ich habe zwar jede Menge Nutzer gefunden, die mal so einen Teebeutel oder auch mal hier so einen Rest aus der Kaffeetasse, selbstverständlich ohne Zucker oder Milch, ins Tauchwasser dazugeben, aber irgendwie so keine handfeste Erklärung. Am wahrscheinlichsten finde ich, dass man das macht, weil die Gerbsäuren sowohl in schwarzem Tee als auch in Kaffee Bakterizid wirken und auch Fungizid, sprich sie desinfizieren das Substrat. Das wird aber durch die Pinienrinde genauso abgesondert. Die sondern auch ihre Gerbstoffe ab und ich denke, das ist nett, aber nicht zwingend notwendig. Ich weiß nicht, ob das die Pflanze dann vielleicht auch belasten könnte. Also bei solchen Sachen bin ich dann immer vorsichtig, aber wie gesagt, ich habe sehr viele Nutzer im Netz gefunden, die das regelmäßig machen, die das gerne machen. Immer nur so einen kleinen Schluck, maximal einen Esslöffel oder sowas. Als zweites Wundermittel habe ich gefunden, dass einige ihre Orchideen mit Eiswürfeln wässern. Man legt einen Eiswürfel auf das Substrat und lässt ihn dort einfach schmelzen. Es ist ja bekannt, dass Orchideen auf Temperaturwechsel reagieren. Außerdem soll es eine langsame und stetige Wassergabe garantieren. Es gibt mittlerweile sogar eine Firma, die Phalaenopsis verkaufen. Dazu gibt es ein wunderbares Video, das würde ich dir gerne verlinken. Die Firma heißt Just Add Ice. Und ich halte das für sehr bedenklich, denn selbst wenn im Gegensatz zu hier die Wurzeln komplett mit Substrat bedeckt sind und keinen Kontakt zum Eis haben, dieses Tauwasser hat, ich weiß nicht, 5 Grad, 6 Grad, das sind aber tropische Pflanzen. In ihrer natürlichen Umgebung kommen die nicht mit 6 Grad kaltem Wasser in Kontakt. Das kann die Pflanze definitiv schädigen, das kann Kälteverbrennungen verursachen. Ich finde es sehr, sehr kritisch, abgesehen davon, dass wenn der Eiswürfel hier am Rand schmilzt, die Bewässerung doch sehr punktuell stattfindet. Was ist mit den Wurzeln auf der anderen Seite zum Beispiel? Sei bitte vorsichtig mit solchen Methoden. Ich weiß nicht, ob das einer Orchidee, einer Dschungelbewohnerin wirklich so gut tun kann. Nächster Geheimtipp auf der Liste ist Kalkipaste. Kalkipaste ist kein verschrobenes Wundermittel, das ist eine Tatsache. Das ist ein Hormonpräparat, mit dem man zum Beispiel Blütenwachstum, Blütenproduktion anregen kann, auch Kindelbildung. Das funktioniert tatsächlich, das ist eine Tatsache. Da werde ich vielleicht auch noch ein Video drüber machen. Einziges kleines Problem oder die einzigen beiden kleinen Probleme, die ich dabei sehe, zum einen ist diese Kalkipaste wirklich, wirklich teuer. Da zahlt man für 3, 4, 5 Gramm schnell mal an die 15 Euro. Anderes Problem ist halt, wenn man es übertreibt, wenn man es falsch aufträgt, zum falschen Wachstumsmoment der Pflanze, kann das die Pflanze so sehr belasten, dass sie sich vielleicht auch verausgabt und daran stirbt.
Aber wie gesagt, ich denke, das ist wirklich ein Ding, das ich gerne mal selbst ausprobieren möchte. Und dann werde ich dir natürlich auch davon erzählen. Nächstes Gerücht, kaltstellen. Eine Phalaenopsis, ein bisschen kälter stellen. Also ich meine jetzt nicht Gefrierschrank oder sowas, sondern so 5, 6 Grad kälter als sie normalerweise steht, zum Beispiel vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer oder sowas, regt tatsächlich die Blütenbildung an. Ganz einfach, weil die Pflanze denkt, oh, es wird Herbst, es ist Zeit dafür. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Phalaenopsis so beliebt ist im Einzelhandel und auch bei den Nutzern. Man kann sie das ganze Jahr zum Blühen bringen. Man kann das ganze Jahr über blühende Pflanzen verkaufen und das hat natürlich schon seinen Reiz. Das geht allerdings nur bei den monopodial wachsenden Orchideen, wozu die Phalaenopsis natürlich gehört. Und natürlich auch nur, wenn die Phalaenopsis ausreichend Blattmaterial hat. Bei dieser hier zum Beispiel immer unter 2 fertigen Blättern entsteht ein Blütentrieb. 1, 2, hier war der Blütentrieb. 1, 2, das heißt, die hier wird noch ein bisschen wachsen müssen, bis da wieder was passiert. Aber ich würde sagen, wenn dieses Blättchen fertig ist, kann sich durchaus hier in dieser Blattachse die nächste Blüte entwickeln. Schauen wir mal, ich freue mich drauf. Nächster Punkt, Zimt. Hast du vielleicht schon mal gehört? Ganz normaler Zimt aus dem Supermarkt, muss nichts Tolles sein, muss nichts Besonderes sein. Zimtpulver, wenn du zum Beispiel einen alten, vertrockneten Blütentrieb abgekappt hast, wenn du Wurzeln entfernen musst, die vielleicht krank sind, ist Zimt ein super Mittel. Du stäubst es einfach ganz leicht auf die Schnittfläche. Es hilft dabei, die Schnittfläche auszutrocknen und zu verschließen und damit die Gefahr, dass zum Beispiel Bakterien oder Pilze eindringen können, zu verringern. Das kleine Ding an Zimt ist, dem ist es egal, wo er hinkommt. Der wird alles Gewebe austrocknen, also auch gesunde Wurzeln. Also bitte ganz punktuell benutzen. Ansonsten ist Zimt wirklich so ein Ding, das ich dir unbedingt in Griffreiter empfehle, wenn du mit deinen Orchideen hantierst. Ist ein super Trick und ist nicht so teuer wie so manches Mittel, das man vielleicht mal im Handel sieht. Düngestäbchen. Die gibt es ja auch in jedem Baumarkt. Die hast du garantiert auch schon in der Hand gehabt. Ich habe hier mal ein Foto gemacht. Düngestäbchen sind etwas, das ich ebenfalls nicht benutze, weil ich einfach denke, dass der Dünger auch wieder zu punktuell wirkt. Man steckt das so ins Substrat, am Rand zum Beispiel, und er löst sich genau hier auf. Die Wurzeln, die direkt daneben sind, können dadurch Verbrennung erleiden, weil der Dünger sich wirklich auf diese eine Stelle konzentriert, während der ganze Rest der Pflanze vielleicht gar nichts davon abbekommt, weil das Substrat einfach so beschaffen ist, dass sich Feuchtigkeit nicht gleichmäßig verteilt, wie es zum Beispiel in Blumenerde wäre. Und darum würde ich zum einen sagen, bringt nicht viel und zum anderen kann Wurzeln schädigen. Ich würde da auf jeden Fall immer zu einem guten Flüssig-Orchideen-Dünger greifen. Da hat man am Ende viel mehr von. Genau das gleiche ist es mit Blattpflegesprays. Wenn du sowas benutzen möchtest, zum Beispiel weil du eine Orchidee fotografieren möchtest, weil du diesen schönen samtenen Glanz wiederherstellen möchtest, darfst du das natürlich machen. Ich würde nur auf jeden Fall tunlichst darauf achten, dass das Spray kein Öl enthält. Denn das kann dir die Poren verkleben. Die Blätter können ja gerade mit der Unterseite auch Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen. Und ich denke, das kann ja auf keinen Fall gut tun. Ich würde aber sagen, mit einem leichten, feuchten Taschentuch, mit einem Papiertaschentuch, einfach regelmäßig mal die Blätter abstauben. Und wenn es der Pflanze gut geht, wird dieser Glanz, den wir alle gerne mögen, von ganz alleine kommen. Letzter Punkt ist
Substrat keimfrei machen. Vielleicht hattest du das schon mal, du topfst eine Pflanze um und eigentlich ist das Substrat noch sehr gut. Oder du möchtest einen neuen Topf, was auch immer der Grund ist. Du topfst eine Orchidee aus und das Piniensubstrat sieht eigentlich noch ziemlich gut aus. Du würdest es gerne nochmal benutzen. Dann breite es bitte auf einem Backblech aus, schön gleichmäßig, und stell es für eine Stunde bei 160 Grad in den Ofen. Das tötet Bakterien, das tötet Pilze, alle Viecher, die da drin sind. Ist aber wirklich nur sinnvoll, wenn das Substrat vorher schon mal irgendwie gebraucht war. Aus welchem Grund auch immer. Oder es hat lange im Keller gelegen und du bist dir nicht mehr sicher. Neues Substrat, eine neue Packung, die du aufreißt, ganz besonders, wenn es ein hochwertiges Substrat ist, ist sauber. Das ist keimfrei gemacht, das ist von jeglichen Viechern befreit. Und was du auch bedenken solltest, wenn das Substrat nicht mehr schön ist, wenn es zersetzt ist, wenn es sehr faserig ist, wird es durch dieses Backen nicht mehr gut. Ansonsten, wie gesagt, eine Stunde, 160 Grad, kann so ziemlich alles abtöten, was in dem Substrat drin ist. Ja, wie gesagt, das war alles meine Meinung. Das waren alles Dinge, die ich im Netz gefunden habe. Vielleicht hast du ja noch irgendwie eine kuriose Geschichte zu erzählen. Würde ich sehr gerne hören. Schreib es unten in die Kommentare. Oder gibt es irgendwas, was du schon immer mal ausprobieren wolltest? Erzähl doch einfach mal. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass mir gerne einen Daumen hoch oder ein Abo da. Bis dahin sage ich Tschüss und bis bald hier bei den Orchideen am Fenster.